Lieber Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Bänken, lieber Herr Schmitz, das war ja ganz großes Kino. Also einen so großen Anti-Atomkraft-Bewegten wie Sie hat dieses Haus ja ganz selten erlebt. Ich beglückwünsche Sie zu dieser sehr späten Erkenntnis. Allerdings sind die großen Schlachten in Gorleben und anderswo geschlagen worden, als Sie wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt waren. Aber wissen Sie, Herr Schmitz, Sie hören schon wieder nicht zu. Sie sollten einfach mal lernen, zuzuhören. Dann können Sie wenigstens auch substanzvolle Anträge hier demnächst stellen. Herr Schmitz, Sie haben hier vorhin eingefordert, dass wir in der Frage der Atomkraftbewertung der Schrottreaktoren in Tihange und Duell zu einer gemeinsamen Linie finden. Ich wäre ja auch im Prinzip, bevor ich Ihren Redebeitrag gehört hätte, dazu auch immer noch offen gewesen. Allerdings will ich Ihnen sagen, was in Ihrem Antrag das große Problem ist. Sie fordern da drin, dass die Schrottreaktoren abgeschaltet werden sollen. Ja, um Himmels Willen, die waren in den letzten Jahren immer wieder abgeschaltet. Das Problem ist, dass sie immer wieder angefahren worden sind. Und deswegen muss man sie endgültig abschalten. Dazu sollten Sie bereit sein. Nicht immer abschalten, damit Sie ab und zu mal eine Rede halten dürfen in Ihrer ach so großen Fraktion. Meine Damen und Herren, worum geht es? Worum geht es in der Sache? Vor wenigen Tagen hat die belgische föderale Nuklearaufsichtsbehörde AFCN das Hochfahren besagter AKW-Blöcke in Duell 3 bei Antwerpen und in Tihange 2 in der Nähe von Liège, 60 Kilometer westlich von Aachen, dem Betreiber Ektrabel, wiederum genehmigt. Und aufgrund von Tausenden von Rissen waren diese Reaktoren im März 2014, übrigens zu einem Zeitpunkt, als die Landesregierung schon in langen Verhandlungen mit Belgien über diese Reaktoren waren, erneut abgeschaltet worden. Und nunmehr vertritt die belgische Nuklearaufsichtsbehörde die Auffassung, diese Risse seien keine Gefahr für die Sicherheit der Reaktoren, und sie unterstützt das Wiederanfahren. Selbst Atomkraftbefürworter halten das für unverantwortlich. Sie haben das ja eben schon noch mal zur Schau getragen, Herr Schmitz. Die Argumentation der AFCN überzeugt in keinster Weise. Und meine Kollegin Schmidt-Promny und ich, wir sind schon seit einigen Tagen da unterwegs. Die Kollegin Schmidt-Promny kommt ja aus der Dreiländerregion. Wir bemühen uns auch nach der Aarhus-Konvention, da mal Akteneinsicht zu kriegen, um diese Argumentation überhaupt mal nachvollziehen zu können. Man hört dieser Tage im Radio, das Ganze würde wieder angefahren, um den längst in Belgien auch beschlossenen Atomausstieg zu ermöglichen. Das versteht ja draußen überhaupt keiner mehr. Man fährt einen Schrottreaktor wieder an, damit man ihn irgendwann dann auch wieder abstellen kann oder was. Versteht kein Mensch. Deswegen, wir werden dem auch weiter nachgehen. Aber, und da gibt es bei uns eben nichts zu zweifeln, und zwar nirgendwo gibt es da was zu zweifeln bei uns Grünen. Wir fordern die belgische Regierung auf, das Wiederanfahren von Tihange 2 und Duell 3 nicht zuzulassen und diese Atomkraftwerke endgültig stillzulegen. Ich betone endgültig, Herr Schmitz. Das sollten Sie in Ihre zukünftigen Anträge eben auch mit aufnehmen. Wir teilen insofern die berechtigte Sorge vieler Menschen in Belgien, in den Niederlanden und in Deutschland vor einer atomaren Katastrophe und unterstützen die vielfältigen atomkritischen Aktivitäten. Übrigens setzt sich diese Landesregierung, die wir tragen, schon seit Jahren dafür ein, ein gemeinsames Katastrophenschutzkonzept mit den belgischen Nachbarn zu ermöglichen. Wir bekräftigen, und da lade ich Sie, Herr Schmitz, dann auch zu ein, unsere seit langem vertretene Forderung nach der sofortigen und endgültigen Abschaltung der beiden Schrottreaktoren in Tihange und Duell als Teil eines vollständigen europäischen Ausstiegs aus der atomaren Stromerzeugung und aus der gesamten nuklearen Brennstoffkette. Dann sind Sie glaubwürdig, wenn Sie das nicht nur bei Ihren Nachbarn fordern, die im Moment auch mit ganz vielen anderen Problemen zu kämpfen haben, sondern wenn Sie das ganz konsequent hier bei uns auch einfordern, und zwar in Gesamteuropa, die gesamte nukleare Brennstoffkette endgültig zu beenden. Und, Herr Schmitz, das nehmen Sie dann vielleicht, wenn Sie mal wieder einen Klassenausflug nach Berlin haben, auch mit zu der ach so großen Kanzlerin.
Bitten Sie die Bundesregierung doch auch mal, sich wie diese Landesregierung bei der belgischen Nationalregierung dafür einzusetzen, dass diese Reaktoren abgeschaltet werden. Werfen Sie doch nicht der Landesregierung, die darüber schon seit langem mit den Kollegen aus Rheinland-Pfalz zusammen verhandelt, das vor, was Ihre eigene von Ihnen getragene Bundesregierung nicht auf die Kette kriegt. Dann sind Sie auch glaubwürdig und dann können Sie sich hier im Grunde genommen auch hinstellen und lautstark den Atomprotest noch mal anstimmen, der eigentlich in diesem Land mit dem beschlossenen Atomausstieg auch beendet worden ist. Jetzt ist er wieder ausgedrückt. War das ernst gemeint? Jetzt ist er wieder drin. Würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hart zulassen? Von Herrn Hart immer sehr, sehr gerne. Bitte schön. Herr Kollege, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass es Fraktionen in diesem Hause gibt, die unter der Formulierung vollständige Abschaltung auch die vollständige und endgültige Abschaltung verstehen und die es nicht notwendig haben, weil sie eben nicht so dialektisch formulieren wie vielleicht andere, zudem vollständige Abschaltung auch noch mal ein endgültig hinzuzusetzen, weil das für sie klar ist? Herr Kollege, bitteschön. Also lieber Kollege Hart, Dialektik meint ja im historisch-politischen Zusammenhang was vollkommen anderes. Da können wir ja mal ein Glas Wein drüber trinken. Aber da, Sie haben doch den Nagel auf den Kopf getroffen. Herr Hart, Sie haben doch auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie hätten Ihrem Kollegen Schmitz in seinem jugendlichen Eifer vielleicht einfach erklären müssen, dass das Wort endgültig mit reingeschrieben werden muss, damit Sie nicht spekulieren müssen. Aber Sie können das jetzt heilen, indem Sie einfach unserem Antrag zustimmen. Der ist nämlich klar formuliert und der ist in der Sache klar und der ist auch von der Zielsetzung klar. Nicht nur in Belgien aussteigen, sondern überall. Denn eine Technik, die nicht beherrschbar ist, die ist politisch auch nicht verantwortbar. Das haben wir hier schon immer gesagt und dabei bleibt es auch. Vielen Dank.